Die Waffenplätze wurden gewiped, alle waren sehr traurig. Und zu DMZ Season 4 sind sie wieder da und es ist super leicht, sie zu bekommen. Und alle sind wieder sehr, sehr glücklich. Im Grunde genommen müsst ihr nur Black Moose auf Rufstufe 4 bringen. Und dann bekommt ihr für den zweiten und dritten Waffenslot jeweils eine Aufgabe. Diese Aufgabe müsst ihr jeweils erfüllen und schon habt ihr Waffenslot 2 und 3. Gerade den zweiten Slot könnt ihr damit super schnell innerhalb weniger, ja, ein, zwei Stunden tatsächlich schon freischalten. Aber tauchen wir mal ein in die Details. Also schauen wir uns erstmal die Waffenplätze an. Und zwar geht ihr dazu zuerst mal auf Missionsziele, dann auf Verbesserungen. Und hier im Waffenschrank findet ihr dann schlussendlich eure Waffenslots 1, 2 und 3. Für den ersten Waffenslot, den ihr schon direkt freigeschaltet habt, könnt ihr den Cooldown reduzieren. Also der Standard-Cooldown ist eine Stunde. Und mit den Erfüllen der Aufgaben hier könnt ihr den Cooldown immer weiter reduzieren. Coole Sache. Den zweiten und dritten Slot, dafür braucht ihr Black Moose Rufstufe 4. Und sobald ihr die erreicht habt, kommen wir gleich dazu, wie das am schnellsten geht. Dann bekommt ihr eine Aufgabe jeweils für den Slot. Und zwar für den zweiten Slot die Aufgabe, extrahiere 3 IFACs aus Krankenhäusern, extrahiere 1 IFAC oder eine große Medizintasche und extrahiere 1 Waffe eines feindlichen Operators. Das heißt also, sobald ihr Black Moose Rufstufe 4 erreicht habt, ist sozusagen diese passive Aufgabe freigeschaltet, die ihr nicht ausrüsten müsst, die ist immer da. Das heißt, während ihr normal spielt, euren täglichen Wahnsinn nachgeht, wird sozusagen diese Mission mit erfüllt. Das heißt, wenn ihr dann eine Waffe eines feindlichen Spielers mit rausnimmt, dann habt ihr diesen Punkt hier unten abgehakt und das läuft sozusagen passiv nebenbei mit, bis ihr den zweiten Slot frei habt. Die Aufgabe für den dritten Slot lautet, extrahiere 5 GPUs, extrahiere 10 Goldbarren, extrahiere 8 goldene Schädel und extrahiere 10 Waffen eines feindlichen Operators. Also hier dieselbe Geschichte, sobald das frei ist mit Black Moose Rufstufe 4, könnt ihr halt anfangen, GPUs, Goldbarren, Schädel und Waffen zu extrahieren und damit füllt ihr langsam die Aufgaben für den dritten Slot, bis ihr den schlussendlichen dritten Slot freigeschaltet habt. Wie kommen jetzt also an die Rufstufe 4? Ihr geht jetzt so unten wieder auf Missionsziele, dann auf eure Missionen und hier seht ihr jetzt, dass ihr für das Abschließen von Missionen Rufpunkte bekommt. Und zwar in dem Fall hier beispielsweise 200 Rufpunkte. Die Stufe 2 von Black Moose erreicht ihr mit 200 Rufpunkten, das heißt, die ersten Missionen geben 100 Ruf, also ihr müsst 2 Missionen erfüllen. Im Grunde genommen könnt ihr also Missionen spielen und damit Black Moose auf Stufe 4 bringen. Das ist ziemlich einfach, weil die erste Stufe von Black Moose bereits so viel XP beinhaltet, also so viel Ruf beinhaltet, dass ihr praktisch schon fast auf Stufe 4 seid. Ihr braucht nur noch dann 100, also eine weitere Mission zu machen und habt dann Black Moose 4. Also, das sollte das erste Ziel sein oder mit eins der ersten Ziele vielleicht, Black Moose, einfach mal die ersten Missionen spielen, die wirklich einfach sind, da Sachen dabei wie markiere einen Drohnenturm oder töte 5 gegnerische Bots und solche Geschichten. Also sehr simpel, sehr einfach zu machen und damit habt ihr dann die Rufstufe 4 erreicht. Die zweite Methode, mit der ihr momentan an Rufpunkte kommt, ist über die Dailies. Die heißen hier dringende Missionen und sind alle 24 Stunden verfügbar. In dem Fall habe ich zum Beispiel die Daily hier, verkaufe 16 Sachen an Vorratsstationen. Das heißt, ich gehe an eine Buystation, verkaufe irgendeinen Müll 16 Mal und habe dann die Daily freigeschaltet. Das sind sehr, sehr einfache Aufgaben. Ich kriege als Belohnung 1000 EP für meinen Levelfortschritt und 100 Rufpunkte. Es lohnt sich also immer, diese Dailies zu machen, um zusätzlich Rufpunkte zu generieren. Wie kommen wir jetzt an die Dailies? Wir gehen wieder auf Missionsziele, auf Verbesserungen, oben auf Kommunikationsstationen und hier sind die 4 Fraktionen dargestellt, bei denen ihr Dailies freischalten könnt. Diese 4 Fraktionen brauchen ebenfalls Ruf. Beispielsweise muss ich zum Beispiel Crown auf Rufstufe 2 bringen, um die Aufgabe für die Dailies freizuschalten. Wichtig, Aufgabe für die Dailies. Beispiel hinter Phalanx, hier muss ich eine Mission abschließen, Eisbrecher, und habe dann sozusagen die Aufgabe freigeschaltet für die Phalanx. Was ist jetzt die Aufgabe? Gucken wir mal, ich muss gerade White Lotus machen. Hier lautet die Aufgabe, extrahiere 2 Planungsdiagramme oder Bilder von Alcatala. Das heißt, 2 Diagramme raus und ich habe die Dailies freigeschaltet und kann ab dem Moment jeden Tag alle 24 Stunden eine Daily spielen. Damit schalte ich das schlussendlich frei. Was für uns jetzt wichtig ist, ist also Black Moose. Und hier ist es so, dass wir einmal mit vollem Rucksack und allen Ausrüstungsplätzen gefüllt raus müssen. Das heißt, sie geht eine Runde rein, lootet einfach. Auch hier könnt ihr jeden Müll im Rucksack haben. Es müssen keine goldenen Items sein oder sowas. Einfachste Items einfach in den Rucksack reinpacken. Gucken, dass ihr alle Slots voll habt und auch eure Waffenslots und Ausrüstungsslots voll sind. Und dann extrahiert ihr und habt dann sozusagen die Aufgabe erfüllt, die Dailies freigeschaltet zu haben für Black Moose. Das ist im Grunde genommen schon alles. Sobald ihr also diese Aufgabe für die jeweilige Fraktion, also hier in dem Fall Black Moose, erfüllt habt, schaltet sich die Daily frei. Alle 24 Stunden, wie gesagt, habt ihr die Mission. Und das sind wirklich einfache Sachen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Black Moose Stufe 1 komplett durchspielt und dann noch diese eine Daily macht, habt ihr sozusagen bereits Rufstufe 4 Black Moose.
So, jetzt haben wir also Hochstufe 4 erreicht, aber wie lösen wir jetzt das Problem mit der Freischaltung der Slots? Und zwar, die erste Aufgabe war ja, 3 IFAX, einen AFAX und eine Waffe zu extrahieren. Nun, 3 IFAX, das sind diese kleinen Medizintaschen. AFAX ist diese große größere Medizintaschen, beziehungsweise, ja, diese mittelgroß sozusagen, weil die großen kann man auch extrahieren hier. Und die Waffe eines feindlichen Operators einfach rausnehmen. Das ist relativ simpel, ihr geht damit einfach in ein Krankenhaus und holt dort die Sachen und extrahiert. Und wer Probleme mit der Waffe hat, der kann auch Waffen von gefallenen Soldaten mitnehmen. Und das einfachste, die einfachste Methode, so eine Waffe zu finden, ist, ihr geht einfach zu einem markierten Plünderer. Also wenn ihr auf der Karte seid, gerade auf der neuen Map Bondel zum Beispiel, der Plünderer erscheint und ihr wisst, okay, da ist gerade ein Spieler gefallen. Ihr könnt an die Position gehen, einfach den Spieler looten und rausgehen und dann habt ihr die Waffe des Spielers und habt diese Aufgabe erreicht. Also das scheint eine wirklich sehr, sehr simple und einfache Aufgabe zu sein. Und ab dem Zeitpunkt habt ihr bereits den zweiten Waffenslot. Der dritte Waffenslot ist etwas schwerer. 5 GPUs, 10 Goldbarren, 8 goldene Schädel müssen erstmal gefunden werden, gerade diese 5 GPUs. Es gibt Plätze, wo man sie vermehrt findet, gerade in den orangenen Kisten, in seltenen Räumen. Goldene Schädel gibt es immer bei Bossen, also Bosse töten jeder Art, gibt einen goldenen Schädel. Goldbarren auch in seltenen Räumen und orangenen Kisten. Das sind natürlich ganz gute Fundorte, allerdings dauert das relativ lange. Das heißt, ein guter Trick wäre zum Beispiel, diese Items in einen Sicherheitsrucksack zu packen. Ja, das funktioniert. Ihr könnt also eine GPU in einem Sicherheitsrucksack extrahieren, dann wieder reingehen, wieder extrahieren, wieder reingehen. Das ist kein Glitch anscheinend, das ist so gewollt. Das funktioniert für jede Missionsmechanik so, die sozusagen Items von euch in höhere Anzahl verlangt. Das heißt, das funktioniert in allen Missionen für alle Items. Wahrscheinlich ist es deswegen auch so gewollt, es wurde auch nicht verändert in Season 4. Und das ist schon die ganze Zeit so, seitdem es einen Sicherheitsrucksack gibt. Das heißt, im Grunde genommen reicht es, eine GPU zu finden und dann einfach 4-mal weiterhin rein und raus zu gehen, um die erste Teilaufgabe abzuschließen. Aber natürlich gibt es hier einen kleinen Haken, und zwar ist der Sicherheitsrucksack ebenfalls freizuschalten. Ja, das ist ganz cool eigentlich. Wir müssen jetzt alles freischalten. Das heißt, der Sicherheitsrucksack ist nicht von Anfang an verfügbar. Um ihn freizuschalten, geht ihr auf Missionsziele, auf Verbesserungen und dann oben auf Kopfgeld aushangen. Und hier seht ihr sozusagen alle Rezepte, die ihr freischalten könnt. Wenn ihr hier ein bisschen runterscrollt, findet ihr unten die Rucksäcke. Und zwar den Plünderer-Rucksack als allererstes. Wir sehen hier, erreiche zum Freischalten Rufstufe 2 mit Weißer Lotus. Also auch relativ simpel. 200 Rufpunkte braucht ihr nur. Und dann habt ihr Weißer Lotus bereits auf Rufstufe 2 und habt damit die Aufgabe freigeschaltet, den Plünderer-Rucksack tauschen zu dürfen. Wenn wir das jetzt mal aufklappen, sehen wir hier, dass als zweites Teil, falsche Reiter, hier als zweites Teil dann der Sicherheitsrucksack versteckt ist. Das heißt, hier müssen wir sozusagen die vorhergehende Verbesserungsstufe abschließen, also erstmal Rufstufe 2 erreichen für Lotus. Und dann können wir sozusagen die Aufgabe angehen für den Sicherheitsrucksack, hier die Aufgabe erfüllen und dann können wir den Sicherheitsrucksack erst eintauschen in den Buy-Stations. Das heißt, das wäre ebenfalls eine sehr, sehr gute Aufgabe, sich hier auf dem weißen Lotus zu fokussieren, damit wir schon mal die Rucksäcke parat haben, um gerade für solche Items, die selten zu finden sind und wiederholt rausgenommen werden müssen, parat einen Sicherheitsrucksack parat zu haben und die Mission viel leichter abzuschließen. Also im Hinterkopf behalten, weißer Lotus nicht vernachlässigen und den Sicherheitsrucksack freischalten, hilft bei dem Freischalten des dritten Waffenslots enorm. Außer die Waffenplätze an sich freizuschalten, könnt ihr aber auch den Cooldown reduzieren für diese Waffenplätze. Das ist besonders geil, weil der Grund-Cooldown der ist, den wir bereits kennen. Also für den ersten Waffenslot haben wir eine Stunde und den können wir jetzt reduzieren. Und zwar runterkriegen unter eine Stunde, nämlich insgesamt auf 30 Minuten. Und zwar müssen wir dafür den ersten Slot sozusagen weiter leveln. Dazu müssen wir zum Freischalten, steht hier, Hochstufe 3 erreichen mit der Phalanx. Damit schalten wir die Aufgabe frei, die wiederum den Cooldown reduziert für den ersten Slot. Und dieser beträgt 25%. Das heißt, damit reduzieren wir bereits den Cooldown von einer Stunde auf 45 Minuten. Und ist das abgeschlossen, können wir es nochmal reduzieren um weitere 25%, also runter auf 30 Minuten. Und das funktioniert mit allen Waffenslots. Also der zweite Waffenslot sehen wir hier ebenfalls 25% plus 25% und der dritte Slot ebenfalls 25% plus 25%. Also hier jede Menge zu tun, jede Menge Aufgaben, uns wird hier sicherlich nicht langweilig. Ich persönlich muss ja sagen, dass ich diese neue Mechanik mit den ganzen Freischaltungen mega geil finde. Das ist halt nochmal ein bisschen mehr Tiefe und zeigt so, was DMZ machen kann. Das ist die erste Einführung dieses Systems und wir sind sehr gespannt, was in Season 5 oder vielleicht sogar schon mit Season 4 kommt. Und in folgenden Missionen anscheinend scheint auch schon der Entwickler das ganze System doch weiter laufen zu lassen und DMZ zu einem guten Ende zu führen, so wie es aussieht. Es sieht wirklich gut aus, was sie hier auf die Beine gestellt haben. Die Grundlage ist geschaffen für sehr, sehr viel mehr. Und an dieser Stelle, was ist mein persönliches Ziel neben den Waffenslots? Wir haben hier die Brieftasche, die wir freischalten können.
Und wir haben entdeckt, dass wir die Brieftasche, wenn wir sie komplett erweitern, bis auf 700.000 Dollar erweitern können. Aber das ist noch nicht alles. Mit Crown gehen nämlich noch weitere 300.000 Dollar freizuschalten. Das heißt, wenn wir alle Slots freigeschaltet haben, haben wir tatsächlich 1 Million. Ja, wir haben 1 Million, können also jetzt Millionär werden in DMZ. Das ist für mich auch eine ganz nette Nebenaufgabe, neben den ganzen Rest, den wir machen, die Millionen zu kriegen. Super Sache nebenbei. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Leute, ich hoffe, es hat geholfen. Ist ein bisschen kompliziert vielleicht. Wenn ihr Fragen habt, haut es gerne raus. Ansonsten sehen wir uns gerne in den Livestreams. Ich wünsche euch bis dahin viel Spaß, viel Erfolg, alles Gute und sage hasta luego und hasta la vista.